Sei mir ein starker Hort, dahin ich immer fliehen kann, der du zugesagt hast, mir zu helfen, denn du bist mein Fels und meine Burg. Sei mir eine Wohnung, ein Zufluchtsort, an dem ich immer Geborgenheit finde. Es hört sich an wie eine Bitte, wie eine flehentliche Bitte. Im hebräischen Original ist es ein Imperativ, ein Befehl. Du, Gott, musst mir ein sicherer Ort sein. Du musst mir Geborgenheit geben, wo ich immer hin kann. Ein Ort der Geborgenheit, den brauchen wir Menschen. Gerade in diesen unsicheren Zeiten ist es gut, wenn wir einen Ort haben, wo wir uns sicher und geborgen fühlen. Sei mir ein starker Hort, ein Befehl. Der Psalmbeter ringt mit Gott. Er weiß, nur Gott kann uns helfen, nur Gott kann die Hilfe geben, die wir brauchen. Darum formuliert er es nicht als freundliche Bitte, es wäre doch schön, wenn du Gott da wärst, sondern im Imperativ. Du Gott musst helfen, damit ich leben, damit ich sicher sein kann. Und er erinnert Gott an seine Zusage, der du zugesagt hast, mir zu helfen. Auch da steht im hebräischen Original ein weniger höfliches Wort. Du hast befohlen, mir zu helfen, steht da. Wirklich ein militärischer Begriff. Das, was der Machthaber, der Befehlshaber tut, er gibt Soldaten den Befehl, etwas zu tun. Und du, Gott, hast befohlen, mir zu helfen. Wenn Gott etwas befiehlt, das uns geholfen wird, dann richtet er sich an die ganze Schöpfung, an Engel, Mächte und Gewalten, die uns helfen sollen, aber vielleicht auch an uns selber. Gott, der befiehlt, anderen zur Hilfe zu sein, dann ist es Gottes Auftrag an uns, anderen zu helfen. Dann ist es Gottes Auftrag an uns, dass wir zusammenhalten sollen, dass wir uns unterstützen sollen. Denn du bist mein Fels und meine Burg. Bei Gott finden wir Sicherheit und Geborgenheit. Und gerade in dieser Welt, in der so vieles durcheinander ist, in der wir uns so unsicher fühlen, in dieser Welt ist es wichtig, dass wir uns auf Gott verlassen können. Er sagt es uns zu. Er verspricht, dass er bei uns ist. Und er fordert uns auf, einander zu helfen. Amen. Wir wollen alle fröhlich sein in dieser österlichen Zeit, denn unser Heil hat Gott bereit. Halleluja, 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 Halleluja. Gelobt sei Christus Mariensohn. Es ist erstanden, Jesus Christ, der an dem Kreuz gestorben ist, dem sei Lob er zu aller Frist. Halleluja, 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 gelobt sei Christus Mariensohn. Es freut sich alle Christenheit und lobe die Dreifaltigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Halleluja, 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 gelobt sei Christus Mariensohn. Du Auferstandene, was an Ostern geschehen ist, können wir nicht fassen. Eine neue Wirklichkeit ist angebrochen. Wir bitten dich,
Lass die Kraft deiner Auferstehung in uns wirksam werden und diese Welt verwandeln. Amen.